Wedgie for Fun. Die App soll Schwierigkeiten vermeiden, Vegetarier oder Veganer zu werden. Bei Rezeptschwierigkeiten für vegetarische und vegane Rezepte gibt es bei uns auf der App Frühstück, Mittagessen und Abendessen wieder unter veganisch und vegetarisch aufgeteilt. Also das ist das Logo-Design. Wir haben uns überlegt, dass das grün ist, weil das ja auch mit Umwelt und Natur zu tun hat. Und das Gemüse, weil Vegetarier oft Gemüse essen und Veganer auch. Zu der App haben wir uns auch einen Werbespruch überlegt, nämlich sei Vegetarier oder Veganer und schütze die Tiere und die Umwelt. Ja, wir sind zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit gegangen und haben dann erstmal besprochen, was man zu diesem Thema für Apps oder Websites so entwickeln könnte. Und dann kam uns die Idee, dass wir vielleicht eine App entwickeln könnten, mit der wir Leuten helfen, die Schwierigkeiten haben, ihre Ernährung so umzustellen. Und da hilft man, also das ist ja dann auch gut für die Umwelt, deshalb haben wir gedacht, passt das und ja. Dann haben wir eben gute Rezepte ohne Fleisch oder Tierprodukte rausgesucht. Ja, warum haben wir diese App gemacht? Weil es fällt vielen Leuten schwer, wenn die sich das vorgenommen haben, vegan oder vegetarisch zu werden, sich da immer wieder Rezepte rauszusuchen, zu überlegen, wie kann ich Rezepte umbasteln, dass man die verwenden kann. Und da haben wir jetzt so ungefähr 30 Rezepte rausgesucht und so verändert, dass die wirklich vegan oder vegetarisch sind und haben das dann auch in Gruppen aufgeteilt auf der Website, dass man da aussuchen kann, ob man vegan oder vegetarisch sein will. Welche Quellen haben wir genutzt? Wir haben MIT App Inventor genommen, um die App so zu machen, wie sie jetzt ist, also zu designen. Und ja, dann haben wir noch Rezepte von Chefkoch und Dr. Oetker genommen und die so verändert, dass sie auch wirklich vegan oder vegetarisch sind. Also einmal komplett durchgelesen und umgeändert. Also das ist der QR-Code, falls Sie sich die App runterladen wollen. Das ist nur für Android geeignet. Also auf iOS und Windows kann man das nicht runterladen. Ich warte noch ein bisschen. Und wir bedanken uns besonders bei Lisa. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ach da. Die hat uns sehr geholfen. Und bei den anderen Mentoren, weil sie uns auch sehr geholfen haben, wo sie konnten, und bei den anderen Kindern, weil wir so viel Spaß zusammen hatten. Jetzt zeigen wir noch ein bisschen unsere App.
Nee, das Problem ist gerade einfach nur, dass es Verbindungsprobleme quasi gibt zwischen dem Smartphone, aber das funktioniert gleich. Also einen Moment noch und das ist schon unterwegs sozusagen. Genau, das ist halt auch so eine Sache. Es geht nicht immer alles, wie man das so sich wünscht und manchmal sitzt man dann auch einfach 3 Stunden da dran und es kommen irgendwelche Nachrichten weg oder irgendeine kommt gar nicht mehr oder eine andere Sache funktioniert nicht und dann muss man halt auch die Fehler lösen. Witzige Sache übrigens dazu, dass heute das Wort Bug heißt, ist eigentlich auch einer Frau zu verdanken, die nämlich einfach mal in diesen riesen Rechenmaschinen, die am Anfang noch die Computer waren, eine Motte gefunden hat, die da eben verbrannt ist und dann der ganze Computer nicht mehr funktioniert hat. Das ist ja schon eine ganze Weile her und wir kennen mittlerweile alle das Wort Bug als selbstverständlich und vor allen Dingen, ich glaube auch unsere jugendlichen Programmierer haben schon gemerkt, damit kann man richtig viel Spaß haben. Nicht. Okay, perfekt. Läuft und damit geht's weiter. So, das ist jetzt unsere Startseite und da kann man dann eben aussuchen, ob man vegan oder vegetarisch eben. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf vegetarisch klickt, dann kann man da Frühstück, Mittagessen und Abendessen, das haben wir eben so zusammengefasst. Und dann kann man jetzt zum Beispiel einfach Frühstück und sich dann was aussuchen, dann wird einem hier das Rezept angezeigt. Und genauso ist das eben auch bei vegan. Da kann man sich dann auch was aussuchen und dann wird einem das Rezept und alles dazu angezeigt. Möchte noch jemand die App runterladen, also den QR-Code haben? Dann vielen Dank an diese Gruppe mit einer doch kreativen, aber ganz schön guten Idee, wie man das Leben für alle ein bisschen leichter machen könnte. Und auch das ist wieder beeindruckend, was man in einem Tag so schaffen kann.